Christoph Matznetter, der Wirtschaftssprecher der SPÖ, ist schon am Wort. Der Abgeordnete Hable hat eben behauptet, dass im Bericht der Kriegskommission zu lesen sei, dass die vom Abgeordneten Greiner genannten 3 Milliarden, die Hypo dalassen musste, falsch sei und dass es nur 500 plus 300 Millionen, sprich 800 Millionen war. Wer lesen kann, ist vom vorhattenen Vorteil. Ich zitiere daher berichtige tatsächlich durch Zitierung aus diesem zusammenfassenden Bericht, den Sie möglicherweise nicht gelesen haben, Herr Kollege Hable. Die Bayern-LB heißt es dort ausdrücklich. Nach der bei der Verwaltungsklausur der Bayern-LB am 28. und 29. November getätigten Aussage beliefen sich die Refinanzierungslinien auf 5 Milliarden Euro. Nach den Angaben der HBInt vom 7. Dezember 2009 3,5 Milliarden Euro. Die ÖNB ging in einer Aufstellung von Dezember 2009 von Liquiditätslinien von 3 Milliarden Euro aus. Genau die, die in der Bank geblieben sind. Und keiner hat die Wahrheit gesagt. Danke. Christoph Matznetter, Wirtschaftssprecher der SPÖ, mit einer tatsächlichen Berichtigung.